Ja, das sieht gut aus. Mehr davon. Alles klar, dann kommt auch mehr davon. Willkommen zurück zu Let's Play Enix, Folge Nummer 114, neue Aufnahme. Die letzte Aufnahme ist schon wieder ein bisschen her. Die letzte Folge... Vielleicht auch, es gab eine lange Pause zwischen Folge 112 und 113. Ich bin einfach nicht zum Schnitt gekommen von der Folge 113. Die war auch ziemlich... Ich habe das alles vielleicht ein bisschen zu ernst genommen. Ich nehme das mit Nesty vielleicht alles ein bisschen zu ernst. Allerdings, wenn ich mir die so ansehe, dann kriege ich jetzt schon wieder so leicht das Kotzen. Naja, wir sind hier. Zaldom ist verschwunden. Zufall. Eine gute Gelegenheit, seine Sachen zu durchsuchen. Ja, genau. Wir sind hier, weil wir den Verdacht hegen, dass Zaldoms Vertrag mit Ray... dass Zaldom für den Absturz unseres Gleiters verantwortlich ist, dass der uns abgeschossen hat. Zaldoms Vertrag mit Ray. Also doch. Dieses Schriftstück beweist, Zaldom und ein Outlaw namens Ray stecken also hinter dem Angriff auf meinen Gleiter. Ray. Bin schon gespannt, welche Ausrede er mir dieses Mal wieder auftischen wird. Darf ich ihn endlich umbringen? Das wäre ja super. Das würde nämlich bedeuten, also was steht denn erstmal im Vertrag so? Steht da drin, dass Ray mich abgeschossen hat? Denn hätte er mir nicht nur mein Zeug geklaut, sondern eben, wie gesagt, auch mich abgeknallt. Zaldoms Vertrag mit Ray. Vertrag. Der Halbkommander, den der Volksmund die Bestie von Xarkor nennt, soll durch meine Mitarbeit mit allen Mitteln an der Ausführung seiner Mission in Edan gehindert werden. Ich verpflichte mich, alles Mögliche dafür zu tun. Ray, Outlaw Torvars. Notiz an mich selbst, das Zauberwort für den Gegenzauber für die Verwandlung von Menschen in ein Schakal ist Orion. Das Zauberwort für den Gegenzauber und für die Verwandlung von Menschen in ein Schakal ist Orion. Hä? Okay, das letzte verstehe ich nicht. Aber Ray hat sich dazu verpflichtet, uns mit allen möglichen Mitteln daran zu hindern. Genau nach meinem Geschmack. Was, hat die jetzt mit uns gepennt oder was? Ich hab keine Ahnung, was die will, ey. Ray hat sich dazu verpflichtet, mit allen möglichen Mitteln dafür zu sorgen, dass wir unseren Auftrag nicht durchführen können. Und das hat er mit Zaldom abgesprochen. Besprochen, abgeschlossen, was auch immer. Ich habe einen Vertrag gefunden, der offensichtlich von Zaldom geschrieben wurde. Darin ist die Rede von einem Verwandlungszauber eines Schakals für meinen Menschen. Ebenfalls ist vermerkt, dass Zaldom mit dem Outlaw Ray gemeinsame Sache gemacht hat. Sie sind dafür verantwortlich, dass mein Gleiter vom Himmel geschossen wurde. Interessant zu wissen, was Ray dazu sagt. Ja, dann wollen wir ihn mal zur Rede stellen. Oder ist er jetzt auch verschwunden? Der müsste ja hier immer noch im Lager der Mitte rumsitzen. Da bin ich jetzt mal gespannt. Wird geladen. Ja, also es lädt. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber das Spiel lädt. Noch immer. Oh, es hat fertig geladen. Das hat ja nur 2 Stunden gedauert. Aber es hat noch nicht fertig geladen, wie man sieht. Ja, fehlen noch ein paar Texturen und Modelle und so weiter. Wo ist Ray? Hat er sich jetzt auch verkrümelt? Ich hätte gute Lust, ihn einfach mal dafür bezahlen zu lassen, weil bisher ist er der Begleiter, auf den ich am wenigsten Lust habe. Ich kann leider kein Orion zum friedlichen Schakal sagen. Es könnte ja sein, dass er ein Mensch ist. Was ist bloß los mit dir? Dieser Tonfall verrät mir, dass irgendwas im Busch ist. Sagt dir der Name Zaldom irgendetwas? Du weißt es also. Was weiß ich? Naja, der Mist mit deinem Gleiter.
Ja, verdammt. Ich war der Schütze, der dich vom Himmel geholt hat. Tut mir leid, ich hätte dir schon viel früher davon erzählen sollen. Wovon? Deinem Vertrag mit Saddam? Deinem Verrat? Ich hatte keine andere Wahl. Er hätte sonst... Du Schwein wirst mir dafür bezahlen. Du kannst mich jetzt vierteilen, aber das würde auch nichts mehr ändern. Ich kannte dich nicht. Für mich warst du nur ein weiterer dieser Mörder aus dem Eispalast. Heute weiß ich, dass du viel mehr bist als das. Du wirst die Geschicke der Welt lenken, wenn du erst einmal wieder im Eispalast bist. Und ich werde dir dabei helfen, so gut ich kann. Was hat Saddam dir für deine Rolle in dieser Geschichte gezahlt? So ist das nicht, mein Freund. Er hat meinen kleinen Bruder, Tom. Er hat gedroht, Tom zu töten, wenn ich ihm nicht bei seiner Sache helfe. Ja genau, jetzt weißt du, warum ich mit dir nicht darüber reden wollte. Jetzt verstehe ich den Eintrag in deinem Vertrag mit Saddam. Es ging um die Verwandlung von einem Menschen in einen Schakal. Was? Wovon redest du? Ich denke, Saddam hat deinen Bruder in einen Schakal verwandelt und ihn irgendwo ausgesetzt. Was? Er bewegt sich unter uns, irgendwo, direkt vor unseren Augen, ohne dass wir es bemerken. Was? Aber bist du sicher? Was ist ein Quatsch? Ich kenne Saddam. Das passt zu seinem Charakter. Aber wie können wir Tom dann finden? Was ist das für ein Bullshit? Was ist denn das für ein Schwachsinn? Also wirklich, wo bin ich denn hier gelandet? Ich dachte, das hier wäre Elex. Und nicht, keine Ahnung, die Gebrüder Grimm oder so ein Schwachsinn. Was? Oh, der Saddam hat den Bruder von Ray in einen Schakal verwandelt. Was? Hä? Was? Hä? Bin ich der Einzige, der das gerade irgendwie seltsam findet? Und zwar mehr als seltsam? Das passt so gar nicht ins Spiel rein. Überhaupt gar nicht. Wenn das Gothic wäre, okay. Risen wäre, okay. Also so ein typisches Fantasy-Setting. Aber es ist kein Fantasy-Setting. Ich meine, bisher ist alles mit Magie irgendwie immer Elex. Aber... Alter, das ist mir zu viel. Das ist... Ich könnte mich jetzt wieder stundenlang... Ne? Aber, okay. Offensichtlich können Menschen in Elex andere in Tiere verwandeln. Das ist mir neu und... Ja, aber okay. Erstmal... Wo ist Saddam jetzt? Ich habe keine Ahnung. Echt nicht. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, er ist wieder im Eispalast. Naja. Macht keinen Sinn, dass er verstoßen. Ich glaube, ich weiß, wo sich dein Bruder aufhält. Was? Wo? Im Lager läuft ein zahmer Schakal umher. Ein sehr ungewöhnliches Phänomen. Ich habe den Verdacht, dass es dein Bruder sein könnte. Worauf warten wir dann noch? Wir müssen ihm helfen. Ja, und ich denke, ich weiß auch schon wie. In deinem Vertrag mit Saddam fand ich den Trigger, den Saddam deinem Bruder für seine Rückverwandlung eingepflanzt hat. Okay, du scheinst ja zu wissen, was du tust. Aber beeil dich bitte damit, bevor Tom noch von jemandem aus Versehen über den Haufen geschossen wird. Es ist so ein Schwachsinn alles. Also wer hat denn das geschrieben? Komm mal her, mein Junge. Na gut. Versuchen wir es mal. Orion! Oh nee. Das stimmt tatsächlich. Wie hanebüchen ist denn das? Das passt überhaupt nicht ins Setting rein. Das ist absoluter Schwachsinn. Was? Ray? Bist du das? Langsam, Junge. Du bist noch etwas benommen von deinem speziellen Zustand. Was ist denn passiert? Das Letzte, was ich noch weiß, ist dieser Elexitor. Saddam hat dich in einen Schakal verwandelt. Aber jetzt ist alles wieder gut. Ich kann mich nicht erinnern. Ist schon gut, mein Junge. Das Wichtigste ist, dass du wieder hier bist. Setz dich erstmal. Du wirst dich schon wieder erholen. Ich bin gerade etwas fassungslos. Waren die betrunken, als sie das alles geschrieben haben, oder was?
Das ist die einzige Erklärung, die mir einfällt. Ich glaube, man muss betrunken sein, wenn man das Spiel spielt, weil das macht im Setting vom Spiel einfach keinen Sinn. Ich meine, ich habe das nicht geschrieben, das Setting, aber bisher haben wir sowas noch nie gesehen. In Ansatzweise. Noch nie gesehen. Und dann kommen sie auf einmal mit, ja, hier, Sadom hat jemanden in ein Schakal verwandelt. Und jeder, der dieses Wort sagt, kann ihn zurückverwandeln. Hä? Und alle nehmen das hin, weißt du? Die nehmen das alles hin, dass das möglich ist. Oh, alles klar. Tja, dann, was soll ich sagen? Ich schätze, ich kann dir gar nicht genug danken. Oh, mir fällt das schon was ein. Würde reichen, wenn ich mich ab jetzt auf dich verlassen könnte. Seit wann wusstest du, dass dieser Schakal mein Bruder war? Offenbar rechtzeitig genug. Ja, und ich kann nicht genug danken dafür. Was habe ich nur getan? Ich habe mich dem schlimmsten Kerl Magalans anvertraut und sein tödliches Spiel mitgespielt. Ich hoffe, du redest von Saddam. Nun, deine Rolle bei dem Ganzen steht auf einem ganz anderen Blatt. Und doch, ich werde meine Schuld bei dir abbezahlen. Bis auf den letzten Splitter. Wir haben noch eine Menge vor uns, also konzentrieren wir uns auf das Wesentliche. Das erwarte ich aber auch, dass der seine Schuld abbezahlt, ne, ganz ehrlich. Ich erwarte, dass der seine Schuld abbezahlt. Der schuldet mir noch eine komplette Alt-Commander-Rüstung. Das mit seinem Bruder ist mir egal. Ich muss mich erstmal sammeln. Das ist so seltsam. Warte mal, irgendwie ist gerade Steuerung. Ist doch 0,8, ganz normal. Ich mach mal auf 0,1. Ja, 1,0. Immer noch viel zu. Ach, schon besser. Ah, ne, zu viel sogar. So. Ja, schon besser. Irgendwann, es ist bei mir immer so, irgendwann gewöhne ich mich immer an die Empfindlichkeiten in Spielen und dann muss ich sie höher stellen. Und dann immer höher und höher und höher, bis ich irgendwann auf Maximum bin. Und da sage ich dann irgendwann, ich komme nicht mehr, also das Spiel ist mir zu langsam. Das ist bei mir immer so. Ja, so schlimm ist es nie mit dem Maximum, aber ich gewöhne mich halt immer dran und dann muss ich die Sensibilität höher stellen oder die Empfindlichkeit. In jedem Spiel. So. Also das mit Saratom, das müssen wir nicht weiter besprechen. Mit dem Bruder und dem Schakal, ne, das, ja. Okay. Seltsam. Ah ja, okay. Aber gut. Ich habe das Setting nicht geschrieben. Ich mache die Regel nicht. Ich sag nur, es ist jetzt nicht das, was ich von Elix erwartet hätte. Und zwar absolut gar nicht. Und es passt meiner Meinung nach auch nicht rein. Und ja, also, ne? Gut. So, weiter geht's mit der Story, denn wir haben keine Nebenquests mehr. Wir haben noch die Quest mit Kaya, mit der Romanze, mehr als nur Freunde. Ich nehme zumindest an, dass das Romanze ist. Habe ich ehrlich gesagt keine Lust drauf. Mir ist die Frau dann doch dafür zu unsympathisch. Das geht mir mit vielen Charakteren in Elix so. Das ist irgendwie. Elix ist bevölkert von einer Reihe Arschlöcher. Es gibt ganz wenig Charaktere, die keine Arschlöcher sind. Die meisten von denen benehmen sich immer irgendwo wie ein Arschloch. Und wenn es nur am Anfang ist, wie Kaya. Unterdessen benimmt sie sich ja vollkommen in Ordnung. Mit der komme ich gut klar unterdessen. Aber am Anfang war sie ja die reinste Zicke. Ja, die hat uns doof angemacht, weil wir an ihr vorbeigelaufen sind und hat gesagt, wir sollen nicht so klotzen. Das ist ein Problem, Mann. So, also es gibt ganz wenig Charaktere, mit denen ich absolut keine Probleme habe in dem Spiel. Und ich weiß nicht, ob es an mir liegt oder ob es daran liegt, dass die meisten Charaktere einfach wie Arschlöcher geschrieben sind. Ich glaube, es ist das Letzteres. Weil das habe ich auch in Tests öfter gelesen, dass man sich auch keiner Fraktion so richtig anschließen will. Und das ging mir ja auch lange Zeit so, weil die Fraktion alle aus Arschlöchern besteht. Und wer will schon für Arschlöcher kämpfen? Ich meine, die nettesten sind noch die Berserker und selbst die sind ziemlich engstirnig. Okay. Wie geht es dir? Alles gut, danke der Nachfrage. Sie verehrt mich. Ich hol, du holst gar nicht den Boden, auf dem ich stehe. Alles klar, okay. Na dann. Leuten noch irgendwas zu sagen? Nee, ne, das war's. Okay.
Arks auch nichts mehr, alles klar. Dann wollte ich gerade zum Teleporter rennen. Zum Teleportieren, das kann ich ja mal aus der Karte machen, aber was wir vorher machen müssen, ist handeln. Und zwar brauche ich neue Heiltränke. Ich habe noch 2 mächtige Heiltränke. Ich kann nur 8 kaufen, verdammt. 20 normale Heiltränke, die kann ich kaufen. Kann ich irgendwas verkaufen? Knochen, Drüsen, Hörner. Nee, anscheinend nicht. Zumindest sehe ich jetzt auf die Stelle nichts. Ich bin schon wieder auf Geldmangel. Fotos. Da, guter Becher. Zigarette. Naja. 46 Elixir, dann noch gucke ich mal nach, ob ich noch irgendwelche Heiltränke craften kann. Ihr hört Herbert aus dem Orbit. Tränke brauen. Großer Heiltrank. Aus den kleinen Heiltränken, genau. Und aus Schnaps und großer Heilpflanze. Was war denn das? Alles klar. Also, dann noch kurz die großen Heiltränke auf den Quickslot legen. Wo waren sie denn jetzt schon wieder? Große Heiltränke. Wo sind sie? Da sind sie. Auf den Quickslot legen. Da. Die trinken wir mal, warum auch nicht. Und ich bin gelevelt. Ich habe wieder einen Lernpunkt, den wollte ich... Wo wollte ich den reinpucken? Reinpucken? Weiß ich nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wo ich den letzten Lernpunkt, den nächsten Lernpunkt reinpacken sollte. Ich glaube, in Rüstung wollte ich ihn reinpacken, oder? Ich bin mir nicht mehr sicher. Wie viel braucht ich... Was braucht ich für Rüstung? Konstitution, glaube ich. Ich glaube, das war's, oder? Ich wollte mich bei Kleriker, wollte ich gar nichts mehr lernen. Zumindest jetzt gar nicht. Ich glaube, das war tatsächlich Rüstung. Und eventuell Nahkampfwaffen. Für beides brauche ich aber Elixier. Also ich packe jetzt einfach mal die Sachen. Konstitutionen sind ja sowieso nicht so viel. So. Dann wollen wir mal unser liebes Bruderherz besuchen. Das wartet ja immer noch auf unseren Besuch. Der befindet sich gerade in der Besser. Und dann wollen wir mal irgendwie versuchen, mit ihm abzurechnen. Es ist eventuell nicht das Klügste, wenn ich Nesti dabei habe, weil ich versuche, das friedlich zu lösen. Unser Herr Papa hat uns darum gebeten, mit Kallax eine friedliche Lösung zu finden. Das Problem ist, Kallax ist jetzt ein Elexetor und Elexetoren stehen unter der direkten Kontrolle vom Hybriden. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass der Hybrid mich tot sehen will. Soweit ich das verstanden habe, opfern Elexitoren ihren freien Willen für Macht. Was ja widerlich ist. Das heißt, mit dem zu verhandeln, wird vermutlich gar nicht so leicht. Ja, Patronen getötet. So. Lol. Heiltrank, trockenes Fleisch, Zigarettenpackung. Alles klar, was ist das hier? Kleidung. Warum liegt da Kleidung? Was ist das hier? Ich habe keine Ahnung. Kallax ist irgendwo da oben. Können wir die Straße hoch? Wenn das überhaupt funktioniert. Das kann ja sein, dass das nicht geht. Wo ist Nasti eigentlich? Ich bin schon auf der Oben. Wen ist das jetzt?
Ich habe die halt dabei, weil jeder Begleiter hat ja irgendwie seine eigene Quest. Und ich glaube, man muss die lange Zeit dabei halten, damit die getriggert wird. Fettsattel! So, erstmal kurz einen Energiespeicher trinken. Es wird wahrscheinlich zum Kampf kommen. Auch wenn ich versuchen werde, das Gespräch friedlich zu halten. Was ist das, eine alte Observierungsstation? Er ist in der falschen Observierungsstation gelandet. Wenn er uns sucht, oder das macht er ja, der Kallax sucht uns ja, dann ist er in der falschen Observierungsstation gelandet. Ein bisschen weiter südlich wäre besser gewesen. So. Bin ich hier überhaupt richtig? Ich nehm's mal an. Was tot ist, sollte auch tot bleiben. Man sagt, du stehst jetzt auf der Seite der Menschen. Noch ein weiteres Vergehen gegen die Direktive? Du selbst hast dagegen verstoßen. Sonst wärst du nicht hier, um dein Versagen bei meiner Exekution zu korrigieren. Du hast es mir nicht leicht gemacht, dich zu finden. Untergekrochen und verborgen in den Kellern der Pestratten dieser Welt. Was sagen deine neu erworbenen Emotionen dazu? Bist du jetzt stolz? Oder zitterst du vor Angst, weil du weißt, dass nun dein Ende naht? Gefühle können dich täuschen, aber sie sind auch von Nutzen. Ich verspüre ein gewisses Gefühl der Rache. Sie ist eine mächtige Triebfeder, auch wenn sie irrational ist. Irrelevant. Dein Kapitel ist hier zu Ende und unsere Herrschaft über die freien Länder beginnt. Ja, eine Herrschaft des Kollektivs, ohne Freiheit des eigenen Willens. Ihr denkt, das sei der einzige Weg, zu wahrer Perfektion zu gelangen. Doch ich glaube, dass da noch mehr ist. Ich habe viel hier draußen in den Ländern der freien Menschen gelernt und beginne zu begreifen. Nein, Jax. Was du nicht begreifst, ist, dass du selbst schon lange ein Teil des Kollektivs bist, obwohl du nie den Code zum letzten Shot bekommen hast. Unsinn, ich war nur ein Alp-Commander und habe nie die Robe angenommen, die du trägst. Unwichtig. Ich werde nun meinen Fehler korrigieren und nichts wird dich dieses Mal retten, Bruder. Das kam unerwartet. Wir haben die Typen überhaupt unterhalten. So, dann wollen wir mal. Doof. Ich habe nämlich keine Ausdauer mehr und kann nicht mehr aufstehen. Ach, dieses wunderschöne Kampfsystem. Ich habe vergessen, wie toll es ist. Ja, da hat er wohl gewonnen, der Kallax. Ne, es ist, gut. Dieses Kack-Kampfsystem. Ich habe vergessen, wie scheiße das ist, ey. Wir machen ja ein ausdauerbasiertes Kampfsystem. Du verlierst Ausdauer, wenn du getroffen wirst. Was? Kallax hat mich in eine Falle gelockt. Ich muss noch einmal zu Warnek. Er hat einiges zu erklären. So, erstmal das hier, dann das hier. Ich werde hier doch nicht wegrennen. Dann Heiltrank. Dann das hier, dann werden wir ein bisschen springen. Und schwarzes Loch. Wer seid ihr? Oh, ihr seid ja Plebs, ihr könnt ja gar nichts. Und das war's. Wer hätte sich denn die Scheiße ausgedacht, dass man auf einmal von... Manche Entscheidungen in dem Spiel sind sehr, sehr, sehr seltsam. So. Wo ist Kallax jetzt hin? Ihr könnt mir nicht erzählen, dass er sich jetzt wegteleportiert hat. Ich meine, er ist entkommen wahrscheinlich, aber wie? Wie ist er entkommen?
Ich meine, ich habe ja jetzt nicht 2 Stunden gegen die gekämpft. Aus ich habe da. Regierungsreihen ist durchgestürzt der Regierung. Verdammt! Das Militär hat die Parlamentsgebäude gestürmt und abgeriegelt. Es wird dazu geraten, einen Ort unterhalb der Erde aufzusuchen. Der Aufenthalt im Freien wird tödlich sein. Die Menschen werden gebeten, so viele Vorräte wie möglich anzusammeln. Experten zufolge kann es zu starken Nachbeben kommen. Diese lösen möglicherweise eine Flutwelle aus. Bitte warten Sie auf weitere örtliche Anweisungen. Aus Regierungsreihen ist durchgesickert, dass die Gefahr real ist. Der größte Vertuschungsskandal unserer Geschichte. Ein Meteor wird bald hier einschlagen. Wir erhalten Nachrichten, dass in vielen Städten bereits Panik ausgebrochen ist. Bürger verlassen fluchtartig ihren Wohnort. Die Straßen sind völlig dicht. Okay. Eine Anleitung für harter Hund. Es wird dazu geraten, einen Ort unterhalb der Erde aufzusuchen. Der Aufenthalt im Freien wird tödlich sein. Die Menschen werden gebeten, so viele Vorräte wie möglich anzusammeln. Experten zufolge kann es zu starken Nachbeben kommen. Diese lösen möglicherweise eine Flutwelle aus. Bitte warten Sie auf weitere örtliche Anweisungen. Oh, das finde ich lustig. Die Audioaufnahme ist an Jacks Position gekoppelt. Das heißt, wenn Jax nach links läuft, dann kommt die Stimme aus dem linken Lautsprecher, glaube ich. So, Audioaufnahme 3. Der Regierung. Das Militär hat die Parlamentsgebäude gestürmt und abgeriegelt. Keine Meldung des Präsidenten. Wir sind der letzte Turm auf Sendung. Wir können nur warten und den Atem anhalten. Solange es geht, wird Musik übertragen. Es ist genau andersrum. Die Musik, Log kommt direkt hinter Jacks Position. Das ist irgendwie, also der Sound vom Audiolog wird irgendwie hinter Jacks Kopf abgespielt. Das heißt, wenn ich auf die Kamera zulaufe mit Jacks, dann ist der Sound weiter weg. Wenn ich nach links laufe, rechts laufe, so, dann kommt der Sound von links. Das ist witzig. Und irgendwie doof gelöst, weil dann wird es immer lauter und leiser, je nachdem, wie man sich bewegt. Mir eigentlich auch schon aufgefallen, die Audioaufnahmen sind allgemein etwas leise. Die sind kaum mehr lauter als ein. Huch! Wieso steht denn da noch der Mann? Hä? Da steht noch. Moment! Hä? Was? Alter, ich hasse dieses Spiel! Ich hab gedacht, das wäre. Oh, ich bin so doof. Wir waren einmal. Was ist mit dem Bild los? Egal. Wir waren einmal in Tavar in der Wüste, da waren so 2 Kopfgeldjäger, die waren tot und standen halt noch da. Ich habe gedacht, das wäre jetzt wieder der Fall. Ich habe nicht realisiert, dass ich runtergesprungen bin, weißt du? Also, dass ich auf eine andere Ebene bin und dass das andere Gegner sind, als die ich gerade getötet habe. Wie ist Kanax jetzt gekommen? Das macht keinen Sinn. Sorry, aber es macht einfach keinen Sinn. So. Also, da unten sind noch mehr Gegner. Ich habe gedacht, das wären die ich schon getötet habe und die wären eigentlich tot, aber die standen halt wieder rum. Aus Gründen. Das machen sie ja wirklich gerne mal. So. Ach, ich muss ja gar nicht nachladen. Ne? Was? Nein. Läuft. So, den snipen wir auch weg. Boah, er ist wütend. Ich treffe ihn nicht. Treffe ich ihn nicht, weil er zu weit weg steht, oder? Ah, ich habe ihn schon getroffen. Ah, dieses. Ich halte viel zu wenig aus. Ich muss echt meinen Rüstungswert erhöhen. Kampf, Gottes! Und wo ist eigentlich Nasty? Ich verstehe das nicht. Wo ist sie hin?
Seit unserem Gespräch mit Ray ist sie verschwunden. Da war sie kurz da, dann habe ich mich wegteleportiert und dann war sie wieder weg. Sie ist hinterhergerannt, ne? Als wir mit Ray gesprochen haben, haben wir mit diesem blöden Schakal gesprochen, weil sie immer noch grauenvoll fand. Also, die waren auch betrunken. Die müssen betrunken gewesen sein, als sie das geschrieben haben. Anders kann ich mir das nicht erklären, ganz ehrlich. Die mächtigen Kampfkolosse der Alps, die können gar nichts. Oh, ich muss Salz trinken. Keine Munition mehr. Rucke, rucke, rucke! Hilft auch nicht. So. Da sind noch Tote. Da ist noch einer. Huch, das waren drei. Okay. Und noch ein zerstörter Kampfkoloss. Wieder Energietrank trinken. Oder an die Brust halten. Er trinkt ihn ja nicht. Oder er hat einen unsichtbaren Ding. Strohhalm. So. So geil, wie ich die einfach umhau. Also es ist wirklich... Gefällt das Kampfsystem nicht, also umgehe ich es einfach, indem ich alles im Fernkampf töte. Und zwar wirklich einfach alles. Tot und tot. Das ist wirklich... Also wenn einem das Kampfsystem in Elex nicht gefällt, wenn man deswegen das Spiel nicht spielen will, geht einfach auf Fernkampf. Dann hat sich die Sache erledigt. Dann können euch die Gegner nämlich nicht mehr erreichen. Denn obwohl jeder Gegner in Elex einen Fernkampfangriff hat, setzen sie den ja nur ein, wenn du schwebst. Oder wenn du an einem Punkt bist, den sie im Nahkampf nicht erreichen können. Also wo sie nicht hinlaufen können. Dann gehen sie auf Fernkampf. Aber solange sie auf dich zulaufen können, bleiben sie im Nahkampf. Das macht den Fernkampf viel zu einfach. So. Gut. Das heißt, wir müssen wieder zurück zu unserem Herrn Papa. Das ist ein Vogel. Ja, viel. Ich töte einfach alles. Wohin führt diese Treppe? Das ist auch eine Heilpflanze. Das ist ganz ehrlich, bevor ich jetzt zu unserem Herrn Papa gehe und das nächste Gespräch führe, will ich Nesti holen. Weil, wenn ich mich mit der gut verstehen will, dann muss ich die dabei haben und dann muss ich in Gesprächen dabei sein. Ich meine, vielleicht werde ich mich auch furchtbar mit der verstehen, weil sie nur Gewalt kennt. Und Aggression und Blut, aber kein Heldentum. Vielleicht schätze ich die auch falsch ein. Vielleicht gibt sie ein falsches Bild von sich. Ich glaube nicht, dass ich sie falsch einschätze. Weil sie gibt ja. Man kann nicht sagen, du schätzt jemanden falsch ein, wenn derjenige dich davon überzeugen will, dass er so ist. Ja, wenn jemand sagt. Wenn jemand komplett arrogant tut, obwohl das gar nicht ist, beispielsweise, und du ihn dann als arrogantes Arschloch einschätzt, dann schätzt du ihn ja nicht falsch ein, weil er will ja, dass du ihn als arrogantes Arschloch einschätzt. Verstehst du, was ich meine? Echt? Ja, du musst dich erstmal sammeln. Du hast gar nichts zu sagen. Wo ist Nesti? Ich hab die nie verloren. Was ist, wenn ich sag, komm mal mit? Mitkommen. Okay. Okay, Nesti ist nicht bei mir in der Gruppe. Nesti ist nicht bei mir in der Gruppe. Wo steckt sie dann? Kaya, Ray, Duras. Wo steckt Nesti? Falk. Das ist doch nicht dein Ernst. Tony läuft immer hinterher.
überfliegt. Arx ist hier hinten. Hier fehlt ein Punkt. Hier fehlt ein Begleiter. Wo steckt sie denn? Ich will hinzoomen. Nesti. Hä? Marker setzen. Laut Marker steht sie hier. Das Geheimnis hat sie mit ins Grab genommen. Ach, da liegt sie. Hä? Da sitzt sie. Ah. Alles okay? Könnte besser sein. Zeig keine Gnade, sage ich dir. Deine Feinde haben auch keine schlaflosen Nächte wegen dir. Schon. Stimmt schon, ja. Mitkommen. Mitkommen. Gut. Hast du noch was zu sagen? Alles okay? Könnte besser sein. Alles klar. Dann gehen wir nochmal eine Runde pennen, hier in Lloyds Haus. Warum ist das eigentlich nicht mein Haus? Also ich meine, ich bin doch der Anführer. Warum kriegt er das größte Haus? Und ich krieg so einen schäbigen Turm, den ich selber ausbauen muss. Macht doch keinen Sinn. Bin doch schließlich der Anführer von denen. Ne, ich will's nur sagen. Ja. Ich will's nur sagen. Ich will's nur anmerken. Ich verdiene hier eigentlich den größten Respekt, aber sie respektieren ihn nicht. Respektiert meine Autorität! So. Wir müssen zum Konverter in Abessa. Wieso muss ich da so lange drüber nachdenken? Wie die scheiß Dinger heißen. Irgendwas stimmt doch gar nicht. Vielleicht liegt das daran, dass ich das immer aufnehme, wenn ich eigentlich hundemüde bin. Nein, das stimmt nicht. Mache ich nicht. Habe immer abends. So. Ich glaube, da können wir hinlaufen, oder? Das wird wahrscheinlich genauso lange dauern wie die Ladezeit. Ist das eine Höhle, in die wir können? Nee, das ist einfach so. Also hinlaufen wird wahrscheinlich genauso lang dauern wie eine Ladezeit. Das heißt, wir verlieren nichts. Der müsste eigentlich direkt hinter dem Berg da sein. Der Konverter.